Was? Was soll das? Nehmt eure Hände von ihr. Oh, dieser Zufall. Oder ist es die Fügung des Schicksals? Oder ist es doch meine unvergleichliche Fähigkeit als Revolutionsführer? Mit dem Mädchen des Silberlichts an unserer Seite sind wir der Unterstützung von da eins Volk ganz sicher. Und ja, das stachelt verstreute Rebellgruppen an. Und dann später die Zukunftsänderung. Hat er sich vielleicht den Kopf irgendwo angestoßen? Oh, ja, ich werde sie bitten. Nein, ich werde diesen taugenichtsen Befehlen aufzugeben. Perfekt. Also die Zucker scheint da irgendwas zu spinnen, was auch immer. Ich bin ein Genie. Kommt nur, kommt, mein liebes Silbermädchen. Ihr müsst unbedingt den Prinzen treffen. Wollen wir das wirklich? Ich glaube nicht, ne? Nicht wirklich. Oh, Göttin. Falsch. Oh, Göttin, dieser Mann könnte die Geduld eines Steins erschöpfen. Ja, der Typ nervt wirklich, das muss man ganz ehrlich sagen. Seht, vor euch steht der einzige, ich kann nicht mehr so sprechen, der herrschaftliche Prinz Peleas, durch dessen Adern das Blut von Daeins König fließt. Und hier ist die Gemahlin und Königin unseres verstorbenen König Aschnarz, Lady Almeda. Was ist mit euch los? Ihr seht, ihr steht noch. Hat die Wüste eure Gehirne ausgedörrt? Kniet nieder vor Daeins Königsgeschlecht. Es ist in Ordnung, Izuka. Bitte lassen wir die Etikette doch einfach mal beiseite. Ich weiß noch nicht sehr lange, dass ich ein Prinz bin. Diese ganze Feierlichkeiten... Boah, lies richtig, TG-Gamer. Diese ganzen Feierlichkeiten sind mir noch völlig fremd. Wie meint ihr das? Bis vor einem halben Jahr fand ich mich Izuka. Da fand mich Izuka. Mein Gott, wurde ich als Bürgerlicher erzogen. Das liegt an der Uhrzeit, Leute. Um ehrlich zu sein, Es fühlt sich immer noch wie ein Traum an, dass ich der Sohn König Aschnarz bin, überwältigt mich. Sag nicht solche Dinge, mein Liebling. Du bist mein eigener, mein süßer Sohn, Prinz Peleas. Ja, niemals wieder wirst du getrennt von mir sein. Nein, niemals wieder. Das reicht jetzt an Nettigkeiten. Sollen wir zum Geschäft übergehen? Also, Mikaya vom Bund der Morgenröte. Hiermit ernenne ich euch zum General der Armee der Freiheit von Daein. Wie bitte? Was meint ihr damit? Wartet einen Moment. Ich weiß dieses Angebot zu schätzen, Izuka, doch leider kann ich es nicht annehmen. Ich verfüge weder über Kriegserfahrung, noch bin ich in Kampfstrategien eingeweiht. Doch beides ist für einen General unabdingbar. Wieso zögert ihr? Seid ihr kein Mitglied des heldenhaften Bundes der Morgenröte, dessen ruhmreiche Taten ihm weit vorausschreiten? Dient dem Prinzen und ihr müsst euch vor Benion nicht weiter verstecken. Ihr könntet ihm ohne Scham gegenübertreten. Euer Plan ist schlecht getarnt. Ich durchschaue eure Absichten. Mikaya soll nur als Galionsfigur für eure Revolution dienen. Ist das ein Problem? Ja, das ist ein Problem. Sie ist keine Statue, die ihr zur Schau stellen könnt. Wenn ihr dies tut, müsst ihr auf mich verzichten. Ich sehe das genauso. Mikaya, bitte warte doch. Das haben wir nicht so gemeint. Ihr seid nicht die Einzigen, die über das Kämpfen nichts weiß. Mir geht es genauso. Aber wenn ich nichts unternehme, wird Daein immer weiter verwüstet. Also muss ich all meinen Mut aufbringen. Bitte, alles worum ich euch bitte ist, dass ihr es mir gleich tut, Mikaya. Für die Zukunft Daeins schließt ihr euch uns an? Prinz Peleas, ich werde es tun. Ich bin so schlecht im Vorlesen, Leute. Mikaya, danke. Und im Tausch werdet ihr sicherlich alles in eurer Macht Stehende tun, um Daein von der Herrschaft Benions zu befreien? Dies verspreche ich. Ich vertraue euren Worten. Das ist gut. Sie vertraut den Worten, also wir können weitermachen. Ich glaube es einfach nicht.
Soph, wieso bist du so wütend darüber? Da fragst du noch. Du weißt, dass uns das Licht der Öffentlichkeit nicht steht. Dein Vorhaben zerrt uns noch mehr in den Vordergrund. Das bist nicht du, Mikaya. So etwas sieht dir nicht ähnlich. Während des Krieges, als wir getrennt waren, hast du dich verändert, Soph. Und auch ich habe mich verändert. Das Einzige, was ich möchte, ist, da einen zu beschützen. Unser Volk braucht Rettung, und wenn ich dazu beitragen kann, tue ich das. Du würdest dafür sogar dein Leben riskieren und dein wahres Wesen aufgeben? Ja, aber das ist nicht alles. Prinz Pelias hegt denselben Wunsch wie ich. Ich spüre es. Tief in seinem Herzen möchte er da einen retten. Ich weiß, dass wir das schaffen können, wenn wir zusammenarbeiten. Und das ist mit der Stimme. Und was ist mit der Stimme, von der du mir erzählt hast? Die Stimme, die dich vor Gefahren warnt? Diese Stimme gibt mir recht, Soph. Die meisten der Visionen, die sich mir zeigen, die meisten leuchten voller Hoffnung. Na gut, ich vertraue dir, aber was wichtiger ist, ich glaube an dich. Ich stelle mich nicht mehr gegen dich. Aber etwas möchte ich doch noch sagen. Was denn? Ich werde dich beschützen. Das weiß ich doch. Das musst du nicht nochmal betonen. Ich wollte nur sicher gehen, dass du das weißt. Oh, Soph, ich danke dir. Ja, wir danken ihm wirklich. Ja, fast die Hälfte des Bads hier schon wieder mit Laberei verplempert. Wir speichern hier einfach. Und haben schon ein bisschen Zeit gebraucht für das Spiel. So, weiter geht es. Und wieder eine Vertonungssequenz. 3 Jahre sind vergangen, seit Daein mit seiner gesamten Streitmacht ins benachbarte Krimea einfiel und sich einen blutigen Weg bahnte. Mit der folgenden Niederlage Daeins wurden auch die Träume seines Regenten, des verrückten Königs Ashnard, begraben. Sanft und aufrichtig stellt Pelias, der Sohn Ashnards, einen starken Gegensatz zu der Falschheit und Gewalt seines Vaters dar. Zwar scheint er diesen schweren Zeiten nicht gewachsen, doch ist seine Gegenwart, Mikaya, sehr willkommen. Zum rechtmäßigen Thronerben erklärt, wird der Name Pelias schnell zum Schlachtruf für Daein. Ihm zur Seite steht der einzige Mensch, der in seinen Augen die Armee der Freiheit führen kann. Das Mädchen des Silberlichts. Ja, wieder eine kleine Vertonungssequenz, die wirklich sehr gut gemacht sind, finde ich. Und das nächste Kapitel hisst die Flagge. Freistadt Madonoro. Ah, die Bürger machen wieder Aufstand und Benion meint wieder, sie unterdrücken zu müssen. Versammlungen sind verboten. Eine Verletzung dieses Verbots führt zur sofortigen Bestrafung. Versammlung? Wir haben uns nur am Brunnen unterhalten. Ruhe, keine Ausreden. Boah, und zack, sticht der... Boah, das war brutal. Das war wirklich brutal. Gar. Was ist das denn da oben? Ist das gerade wirklich passiert? Die gute Fiona. Lady Fiona. Die selbsternannte Armee der Freiheit ist auf dem Vormarsch. Laut Befehl hat die Armee von Madanoro den Auftrag, mit uns zu ziehen. Verstanden, General. Wir treffen sofort Vorbereitungen. Doch muss ich das Verhalten eurer Soldaten ansprechen. Ein neuer Krieg steht vor der Tür. Als euch Ashnard im letzten an die Waffen rief, habt ihr diesen Ruf überhört. Ihr herrscht besonnen und weise. Ich rate euch Folgendes, gefährdet euer Volk nicht, indem ihr meine Soldaten durch den Dreck zieht. Ich gehe davon aus, dass ihr diesmal den Ruf des Imperiums hören werdet. Ich möchte offen mit euch sprechen. Wir sind stolze Bürger Daeins. Einige von uns teilen die Meinung der sogenannten Befreier. Doch werde ich meine Leute nicht über alberne Gerüchte von dahergelaufenen Waisenprinzen in Gefahr bringen. Das freut mich zu hören. Ich brauche einen Freiwilligen.
Folge jedem Schritt dieser Frau. Ich traue ihr nicht weiter, als sie werfen kann. Das ist aber auch irgendwie schwierig zu lesen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil die Schrift immer am Anfang geht, man liest schon automatisch und dann drücke ich auf A und dann merke ich, wie das Ganze ist und dann ist die Betonung total daneben. Lager der Armee der Freiheit. Aha, wir haben mittlerweile ein paar Pferde. Ein paar Zelte aufgeschlagen, sehr interessant, da ist Soph, Mikaya. Also wirklich ein Part voller Labereien heute, Leute. Tut mir leid, aber das Spiel lebt halt auch von diesen Dialogen hier. Aha, die Gerüchte, die meinen Agenten gestreut haben, verbreiten sich nun wie ein Lauffeuer über Dahein. König Aschnacht hinterließ eine Waise, Mädchen des Silberlichts, an der Seite von Prinz Pelias. Nun haben wir also die Aufmerksamkeit der Leute und schnappen uns ihre Herzen. Wir preisen unseren Retter, entfachen die Rebellion, stürzen uns in den Kampf und besiegen ruhmreich und sanft unsere Feinde. Sind wir überhaupt stark genug, um die von euch erwähnte Rebellion zu starten und den Sieg zu erringen? Das überlasst schön mir. Sich diese ausgeklügelten Strategien auszudenken, würde eure jungen Gemüter nur überfordern. Sorgt euch nicht, mein Prinz. Nach eingehender Untersuchung habe ich die Orte für den Angriff genau festgelegt. Sammelt euch um mich, meine Helfer. Hier ist mein Plan für unseren nächsten Schlag. Okay, er hat also einen Plan gemacht. Finde ich geil. Greift die Armee der Freiheit ein, jenen... Was? Greift die Armee der Freiheit einen jener Orte an, dann ist uns der Sieg endgültig sicher. Ja, da haben wir eine gute Auswahl. Wie ist es von euch erwartet, hatte Izuka? Ein ausgeklügelter Plan. Gut zu wissen, dass ich auf euch zählen kann. Unser nächstes Ziel ist Talrega. Es liegt nahe der Grenze seiner Bürger. Seine Bürger lehnen die Herrschaft Benions ab. Nein, Talrega würde uns nichts bringen. Was? Wie kommt es, dass meine Entscheidung von diesem Kind hinterfragt werden? Es ist der falsche Zeitpunkt. Der Regen wird uns nicht vorankommen. Der Regen wird uns nicht vorankommen, geschweige denn kämpfen lassen. Sie hat recht. Ich stamme aus Talrega und kann mich gut an die Erdrutsche und Fluten in jenem Frühling erinnern. Die haben immer Namen, ne? Das geht gar nicht. Diese Städte und so. Die Bergstraße, die uns zum Ziel führen soll, ist in der Zeit immer besonders gefährlich. Was? Ja. Scheiße, verkackt, ne? Unmöglich. Meine Strategie ist ohne jeden Makel. Sie ist perfekt. Eine Frechheit. Mikaya, was sagst du? Wo sollten wir dann angreifen? Terrin. In Terrin könnten wir mehr Glück haben. Terrin liegt ebenfalls in den Bergen, aber im nördlichen Teil der trockenere und wo das Wetter vorhersehbar ist. Mikaya, das ist umwerfend. Welch Glück, dass wir euch zum General ernannt haben. Ihr gebt mir Hoffnung. Lady Mikaya, nur wenige Außenseiter wissen um die Erdrutsche in Talrega. Seid ihr womöglich schon einmal dort gewesen? Mikaya verfügt über eine große Gabe als Seherin. Der Bund der Morgenröte schuldet ihr Leben und Freiheit. Jetzt hat er eine Idee oder was? Meine Güte, Izuka, was habt ihr? Sie kann den Ausgang von Kämpfen vorhersehen? Fantastisch. Wieso hat mir das niemand mitgeteilt? Dieses Silbermädchen wird immer interessanter. Und mal ehrlich, meine Voraussicht, sie zum General zu ernennen, war vorausschauend. Nein, sie war genial. Jetzt tut er so, als wenn er es gewesen wäre. Ja, der Gute, ey. War schon immer so ein Falscher da. Hervorragend, das passt ja. Verbeugt euch alle vor dem Silbermädchen und ihrer Gabe. Brechen wir nach Terrin auf. Ja, kriegst gleich eine 5-Minuten-Terrine von mir, Junge. Dann war's das aber auch. Ja, brechen wir nach Terrin auf, ne? Ich würde sagen, wir haben noch alles. Ja. Gehen wir mal speichern, damit wir uns die Dialoge nicht nochmal reinziehen müssen. Und,
zack, dann werden wir hier Folgendes machen. Und zwar werden wir dann an dieser Stelle hier jetzt einen Cut machen und werden uns dann im nächsten Part wiedersehen, Leute. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und jetzt kommen wir bald an die Rebellion in da ein da. Und dann wird es auch diese versprochenen Szenen geben, denke ich. Und die werden richtig geil, wie gesagt. Also, bleibt dran, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. TT gemacht. Ciao.